Einen wunderschönen guten Abend am nunmehr 27. Mai 2021. Es ist sehr viel Zeit vergangen seit meinem letzten Beitrag, aber man konnte es hier in dem Schild sehen, beziehungsweise ich hoffe, man kann es lesen. Hier ist doch einiges passiert in Richtung Innenputz und Verputzarbeiten, denn hier ist nicht nur das Schild für den Silostellplatz, sondern das Silo steht hier auch schon seit einiger Zeit an Ort und Stelle. Und es wurde auch tatsächlich im Innenbereich schon mit den Verputzarbeiten begonnen. Und das möchte ich euch jetzt eben im folgenden Video vorstellen, was hier einfach sich in den letzten Wochen, Monaten abgespielt hat und was jetzt so der aktuelle Stand bzw. dann auch die nächsten Schritte sind. Denn es nähert oder ein Ende ist in Sicht, zumindest was den Rohbau angeht. Da wird sicherlich noch vieles andere an Details und so weiter folgen müssen. Aber zumindest diese Bauphase haben wir jetzt nun auch fast schon hinter uns. Kurz hier nochmal die Ansicht von der Straße aus gesehen, einfach für den besseren Gesamtüberblick. Und zwar befindet sich hier im Bereich vor der Garage das Silo. Das wurde eben hier abgestellt. Die Fläche hier war nicht ganz eben, das heißt, man musste hier so ein bisschen was unterstellen. Man kann auch sich vorstellen, was das Ganze wiegt, wenn das Holz hier irgendwie so zerbrochen wird wie ein Streichholz. Auch auf der Seite hat das längst schon nachgegeben. Aber insgesamt, das steht hier schon jetzt 2, 3 Wochen und das scheint so hinzuhauen. Die Verputzer hatten sich ja ursprünglich mal gewünscht, das Silo näher ans Haus hinzustellen. Das geht aber hier einfach nicht, weil hier sich erdreich befindet und weil der Durchgang nicht breit genug ist und man das Ganze hier irgendwie auch nicht wirklich nach oben mehr bekommt. Und dementsprechend mussten wir das eben hier vorne abstellen. Das heißt, insbesondere für die Verputzer irgendwie bedeutet das einen Mehraufwand, denn die müssen ihren Schlauch hier anschließen, die müssen mit so einer Schlauchverlängerung irgendwie arbeiten, die sie dann auch jeden Tag nochmal reinigen müssen. Waren sie jetzt nicht so ganz begeistert von, aber ließ sich hier jetzt einfach an der Stelle nicht anders handhaben. Grundsätzlich ist hier einfach ja, so eine Mischschnecke irgendwie unten. Wie man das genau bedient, weiß ich auch nicht. Aber da kommt halt dann der Putz, wird mit Wasser vermischt. Das Wasser muss man hier eben anschließen. Und dann kann man hier unten eben den fertig gemischten Innenputz eben befördern, also seinen Schlauch anschließen und den durch den Schlauch dann befördern. Und das Ganze geht dann eben über diesen Weg hier in das Haus hinein. Der Schlauch selbst, der liegt hier, ist hier zu sehen. Also das ist schon ein ordentlich dicker Schlauch. Das daneben ist hier so ein typischer Gardiner Gartenschlauch, den man dann irgendwie zum Reinigen und für Wasser und so weiter benötigt. Und wenn eben hier während den Verputzarbeiten ist diese Tür hier eben offen und das Ganze, ja. So auf diesem Wege gelangt man eben in das Hausinnere und kann dann im Haus dann auch in die Räume, in die Geschosse gelangen, in denen man dann eben gerade verputzt. Auch hier im Außenbereich hat sich so ein bisschen was verändert. Man kann sehen, an der Fassade befinden sich mittlerweile eben auch Leerrohre und eben auch so Teleskopgeräteträger bzw. Steckdosen, die durch so ein Teleskop, so ein Teleskoparm hier eben auf den entsprechenden Abstand gebracht werden, sodass das dann bündig mit der später angebrachten Wärmedämmung eben abschließt, damit man das eben schön verputzen kann und dass die Steckdosen da eben auf der richtigen Höhe oder Tiefe installiert werden. Und ein ähnliches Konzept, das habe ich hier oben eben angewendet, das sind eben diese Teleskopgeräteträger, an denen man dann zum Beispiel eben auch eine Wandbeleuchtung, eine Fassadenbeleuchtung anbringen kann. Da geht eben das Leerrohr, geht mittig hier heraus. Und diese Fläche kann man dann eben, die wird auch mit verputzt, kann man aber eben auch nutzen, um dann zum Beispiel die Fassadenbeleuchtung zu verschrauben, damit die einfach hält. Da muss man dann keine Dübel verwenden, sondern die Schrauben kann man dann hier in dieses Plastik hineindrehen. Und das hält wohl bis zu 5 Kilo jetzt bei diesem Modell. Und das sollte jetzt für so typische Wand- und Fassadenbeleuchtungen eben ausreichen. Das Ganze haben wir jetzt hier, ist etwa symmetrisch oder hoffentlich symmetrisch, an der ganzen Fassade gemacht und auch an den anderen Fassaden. Gibt es schon oder werden in Kürze eben ähnliche Konstruktionen angebracht werden. Auch hier der Anblick des Hauseingangs des späteren hat sich deutlich verändert, weil auch hier jetzt eben viele Leerrohre herausschauen. Das hat zum einen eben auch etwas mit einer Steckdose zum Beispiel hier zu tun, die später sich hier befinden soll, mit Sprechanlagen, die hier installiert werden sollen, also die Klingelanlage, die Sprechanlage. Dafür werden die Leerrohre hier zuständig sein und wir haben hier eben jetzt auch mit dem Vordach geplant, das dann hier oben herausschaut. Und das sind einfach die Leerrohre, die dann in das Vordach hineingehen sollen und dann eben im Vordach selbst Beleuchtung, Bewegungsmelder und auch den Briefkasten und so weiter verkabeln zu können. Und das muss nachher alles noch durch die Wärmeverdämmung geführt werden und schaut jetzt wahrscheinlich gräuslicher aus, als es später der Fall sein wird.
Ja, und hier im Innenbereich, man könnte meinen, jetzt hier mit der Perspektive, hier hätte sie noch nicht viel getan. Die Wände hinter mir sind nach wie vor rot. Aber je nachdem, wo man sich eben befindet, hat sich doch schon eine ganze Menge getan. Nämlich, wenn man jetzt hier einen Blick hineinwagt in den späteren Wohn-, Esszimmer- und Küchenbereich, dann sind hier sämtliche Wände schon verputzt. Die Wände sind nicht mehr rot, sondern eben grau von der Farbe des Putzes. Das Ganze wurde ja auch mit als erstes hier gemacht, vor 2, 3 Wochen in etwa schon. Und die Verputzer kämpfen sich jetzt hier eben durch die vielen Räume des Hauses. Und so in etwa schaut es dann auch in vielen anderen Räumen aus. Das werden wir uns eben alles ansehen. Zum Teil ist das hier jetzt auch mit viel Werkzeug zugestellt. Zum Teil ist das hier auch ein bisschen schmutzig auf der Baustelle, denn Verputzarbeiten, da lässt sich der Schmutz nicht ganz vermeiden. Dieser Verputztrupp, der ist hier sowieso sehr, sehr sauber arbeitet, die machen immer nach sich sauber. Aber so ganz lässt sich das teilweise eben nicht vermeiden oder man muss eben warten, bis es auch ein bisschen eintrocknet, um überhaupt erstmal reinigen zu können. Insgesamt aber von der Sauberkeit her top zufrieden bisher. Und das Schöne ist, das Haus befindet sich jetzt in so einem Zustand, dass man das jetzt eben alle Phasen des Verputzens irgendwie zeigen kann an verschiedenen Stellen. Das fängt eben damit an, dass zum Beispiel die Fensterbänke installiert worden sind. Also wir haben jetzt überall Fensterbänke, die eben hier mit eingebaut worden sind. Auch das war ja beim letzten Mal noch nicht der Fall. Die sind hier jetzt an der Stelle schon wieder verklebt oder abgeklebt eben, um eben das Fenster und die Fensterbank zu schützen vor den Verputzarbeiten. Und man kann eben auch sehen, an vielen Stellen, insbesondere bei Fenstern und auch halt an allen möglichen Kanten, auch hier zum Beispiel, befinden sich so Putzprofile, einfach damit man da sauber abziehen kann den Putz, damit es hier eine saubere Kante nachher gibt. Und das muss eben sauber eingestellt werden. Also das sind so Vorbereitungsmaßnahmen. Da braucht man dann eben auch 1, 2, 3 Tage pro Geschoss in etwa, um hier alles ordentlich vorzubereiten. Und dann kann man eben erst mit dem eigentlichen Verputzen beginnen, hier im Flur, im Erdgeschoss. Hier sind jetzt eben alle vorbereitenden Maßnahmen abgeschlossen. Man kann es sehen, hier an dieser mitlaufenden Wand, da gibt es eben jetzt hier von allen Seiten diese Putzprofile, innen, außen, oben, unten und so weiter. Auch hier beim Treppenauge sind eben an den Kanten immer an diesen Außenecken diese Putzprofile angebracht. Die werden hier mit so einem, ja, ich glaube, das ist auch irgendwie Maschinenputzer, irgendwas, womit das hier fixiert wird. Da gibt es irgendwie nochmal extra schnell trocknendes Zeug. Wird das eben fixiert, mit der Wasserwaage auch alles eingestellt, damit das wirklich hier senkrecht alles und gerade eben montiert ist. Und dann kann man hier mit verschiedenen Werkzeugen eben den Putz aufbringen, abziehen, glatt streichen und so weiter und so fort. Aber das ist eben dieser Schritt, der ist unerlässlich und das muss man eben in jedem Zimmer oder in jeder Ecke so tun. Kann man jetzt auch hier ganz gut sehen, das ist jetzt hier eine verputzte Leibung, eben der Durchgang. Von dieser Seite wurde noch nicht verputzt, kann man hier sehen. Man sieht auch das Putzprofil hier noch von dieser Seite und von der Innenseite, beziehungsweise hier in der Leibung selbst, da wurde eben schon verputzt. Und das lässt sich doch sehen, das ist hier sehr sauber, meiner Meinung nach zumindest ausgeführt worden. Denn man kann hier natürlich schön abstreichen und dann hat man hier wirklich gerade Flächen. Das ist auch schön abgerieben und das ist ein richtig schönes Resultat, mit dem ich super glücklich und zufrieden bin bisher soweit. Hier nochmal besagter Durchgang jetzt von der anderen Seite, von innen heraus betrachtet. Man kann eben dieses Grau an der Wand sehen, das ist eben dieser Innenputz. Hier im Flur kann man ja sehen, das ist dieser rote Porotonstein noch, da ist eben noch nicht verputzt worden. Und das macht doch schon einen ganz anderen Eindruck hier, so ein Raum, wenn er eben verputzt ist. Stellenweise ist er natürlich noch nicht ganz trocken, aber insgesamt befindet sich das eben im Trocknungsprozess und das wird jetzt wahrscheinlich noch viele Tage und viele Wochen dauern, bis das wirklich ausgetrocknet ist. Aber zumindest ist das jetzt, ja, macht das einfach einen ganz anderen, räumlicheren Eindruck. Man hat es jetzt hier mit geraden Flächen zu tun und das ist eben, wird langsam dann doch wohnlicher. Hier zu sehen ist die spätere Speisekammer, also das ist so, soll Teil eben der Küche später werden. Und als Speisekammer sozusagen genutzt werden. Ich nutze das natürlich auch hier als essentiellen Punkt zum Verteilen meiner Elektrik. Also man kann das jetzt vielleicht nicht ganz so gut sehen, weil es dunkel. Aber insgesamt, ja, hier gibt es doch eine Menge an Leerrohren, die hier zusammenkommen. Hier gibt es diesen zentralen Schacht eben, der von unten vom Kellergeschoss bis nach oben ins Dachgeschoss eben führt. Und hier kann man dann später, so die Idee zumindest, die ganzen Kabel entlang führen mit verschiedensten Schellen, die eben dann hier montieren. Das wird nochmal verschlossen mit einer luftdichten
Revisionstür und ja, das sollte hoffentlich eine halbwegs saubere Sache werden. Hier oben wird die Decke eben abgehängt werden und man sollte von all dem später bestmöglich gar nichts sehen. Mal sehen, wie sich das später lösen lässt, wie viel Kabel hier nachher wirklich zusammenkommen, beziehungsweise die Menge an Kabel, wie das dann eben hier sich verarbeiten lässt. Aber der Plan ist zumindest hier alles bestmöglich zu verstecken. Auch hier unten gibt es nochmal eine Reihe von Leerrohren, denn auch hier wird es einen estrichbündigen Bodenkanal geben. Und die Leerrohre sollen dann eben in diesen führen. Hier zu sehen ist jetzt das Material bzw. auch das viele Werkzeug, das man eben braucht, um alles hier verarbeiten zu können. Also zum einen hier irgendwie Wasserwagen, um die Putzprofile und so weiter anzubringen, damit man eben überprüfen kann, dass alles senkrecht und im Lot ist. Mit der großen kann man sicherlich auch irgendwo mal was abziehen an Putz. Aber zum Abziehen des Putzes gibt es eigentlich hier diese Werkzeuge. Und die haben hier eben so eine, keine scharfe Kante, aber eben dann doch so eine schmale Kante, die sich dann über die gesamte Länge hier zieht. Und damit kann man eben den an die Wand angebrachten Putz abziehen. Das gibt es dann irgendwie in verschiedenen Längen. Hier unten zum Beispiel eine kürzere Variante, um den verschiedenen Situationen einfach gerecht zu werden. Und damit kann man dann eben den Putz gleichmäßig abziehen. Und insgesamt sind das einfach viele Arbeitsschritte, bis so eine Wand eben so sauber hier aussieht, wie sie das tut an der Stelle. Und ich bin ganz froh darum, dass man das, dass man zumindest diesen Schritt hier in der Bauphase nicht selbst tun muss, denn da gehört dann doch schon einiges an Erfahrung mit dazu, dass das eben auch wirklich sauber und ja, ordentlich aussieht. Hier zu sehen ist jetzt so eine Art Gewebeband. Ich bin leider nicht vom Fach, daher weiß ich jetzt den Fachbegriff hierfür eben nicht. Das wird mit in die Wand eingebracht, in den Putz mit eingebracht, dient irgendwie mit als Putzträger, einfach, dass der Putz wirklich auch stabil bleibt und irgendwie nicht abplatzt. Insbesondere bei der Menge an Dosen, die ich hatte, ist das sicherlich hilfreich. Wenn so eine Dose verputzt wird, dann befindet sich hier eben so dieses Gewebe darüber und da kann dann der Putz eben besonders gut halten. Apropos Dosen, das kann man hier jetzt auch ganz gut sehen oder erahnen. Hier sieht man diese Flecken an der Wand. Und hier muss sich quasi eine Dose befinden, hier weitere drei. Das hat nämlich folgende Bewandtnis, das ist jetzt hier nicht schlecht gearbeitet, das ist auch dick genug aufgetragen, man kann das hier auch hören bzw. nicht hören. Also hier ist sicherlich 1,5 oder 2 cm Putz drauf. Woran das liegt, ist einfach, dass das an den Stellen, wo der Putz eben nur 1,5 cm stark ist, dahinter befindet sich dieser rote Signaldeckel. Hier konnte das irgendwie besonders gut und schnell trocknen und ist einfach schon ein bisschen weiter im Trocknungsprozess, während es eben an der Rest der Wand eben noch nicht so weit ist. Daher kann man das hier jetzt ganz gut sehen. Das sollte meiner Erfahrung nach eben noch verschwinden, denn auch an vielen anderen Stellen war das ursprünglich mal so. Und die anderen Stellen, anderen Wände sind da, was dies angeht, deutlich homogener schon. Also ich gehe auch davon aus, dass das hier später dann noch verschwindet. Und dann sieht man von diesen vielen Dosen, die ich hier installiert habe, man kann jetzt nur noch die Leerrohre eben unten, die kann man eben noch sehen. Da gibt es dann eben immer so jeweils so einen Strang, der nach oben führt. Dann geht es hier irgendwie in die Ecken jeweils, zu den Ecken hin. Aber von den vielen Dosen, die man hier nutzen kann als Möglichkeit, Steckdosen oder auch andere Geräte zu installieren, von denen sieht man eben nichts mehr. Ein paar Worte vielleicht noch hier zu den Fenstern bzw. zu den Fensterleibungen. Auch die sind super ordentlich und wirklich im rechten Winkel hier verputzt worden. Alles super sauber und ordentlich. Hier wurde eben auf das Fenster selbst passend zu dem, also hier an der Außenkante, da befindet sich eben dieses Putzprofil. Das kann man so an der einen oder anderen Stelle auch noch erahnen, dieses Metall, das da so durchschimmert. Und hier auf das Fenster, auf den Rahmen, wurde eben so ein Plastikprofil geklebt. Das nimmt eben, das hat so eine U-Form, das nimmt den Putz hier auf. Die Kante kann man eben auch zum Abstreifen nutzen. Und das Ganze bildet eben einen luftdichten Abschluss und vor allem auch einen optisch ansprechenden Abschluss zum Fenster hin. Also wenn man das nachher weiß streicht, dann fällt das gar nicht weiter auf. Ist super sauber und man muss hier irgendwie nicht mit Silikon noch irgendwie nachbessern, abdichten oder sonst was. Und hat hier einfach einen super sauberen Abschluss zum Fenster hin. Hier an der Decke ist vielleicht dem einen oder anderen auch aufgefallen, dass sich doch noch mal einiges geändert hat im Vergleich zu den vorangegangenen Videos. Und zwar habe ich hier eine Unmenge von Leerrohren wieder installiert, die dann quasi zu den Deckenecken oder zu den Ecken, zu den Raumecken führen werden. Dort wird es an der abgehängten Decke Revisionsöffnungen geben. Dort laufen dann eben alle möglichen Leerrohre jetzt diesen Bereich zusammen.
Und ich kann dann von diesem Lehrer, das eben aus dem, ja, letztendlich aus dem Hausanschlussraum kommt, kann ich hier eben die verschiedenen Kabel verteilen und einführen, auch zu den Rollokästen und so weiter. Und auf der anderen Seite gibt es dann eben hier die Leerrohre, die in den Wänden entlang laufen, die ganzen Dosen eben abfahren und dann hier unten in den estrichbündigen Bodenkanälen eben münden. Und so kann ich eben hier auf verschiedensten Arten und Weisen kann ich eben Kabel in die Leerrohre bringen und hoffentlich so mit jede Dose, die man hier so installiert hat, eben von zwei Seiten bedienen und habe so hoffentlich die Möglichkeit, im Fall der Fälle eben hier genug Kabel an die richtige Stelle zu bringen. Bezüglich der Fassadenbeleuchtung bzw. eben den Steckdosen und so weiter im Außenbereich, die eben über diese Teleskopträger und Geräteträger und so weiter installiert sind, da gibt es dann eben die Leerrohre und das sind wieder diese FFKUS, die betonfesten Leerrohre, die einfach nochmal ein bisschen mehr Stabilität mit sich bringen, sind eben im Außenbereich installiert, kommen dann durch die Wand hindurch hier in den Innenbereich und werden dann eben in den estrichbündigen Bodenkanal geführt und können von hier aus dann eben angefahren werden. Und das gibt es einfach an den verschiedensten Stellen. Habe ich hier nochmal durch die Wand bohren müssen und hier kommt dann eben die Verkabelung oder die Verrohrung eben an. Und die können dann eben von hier aus bedient werden. Und das ist ein ähnliches Bild, ergibt sich hier im gesamten Geschoss. An allen möglichen Stellen kommt hier jetzt eben neben den schwarzen FBY auch diese grauen FFKUS-Rohre hinein. Ja, kann man jetzt hier stellenweise gar nicht so gut sehen, weil eben viel anderes Zeugs herumsteht. Aber hier in der Ecke zum Beispiel kann man das jetzt erahnen. Da kommen wieder ein paar graue Rohre heraus und das sind einfach hier auf der Außenseite der Fassade oder dieser Mauer. Da ist eben dieser Geräteträger und an dem soll eben eine Wandlampe montiert werden und das ist dann das dazugehörige Leerrohr dazu. Ja, hier im Flur, da wurde ja noch nicht verputzt, da sieht man eben noch die roten Wände, die roten Signaldeckel in den Dosen und so weiter. Das wird dann einer der letzten Schritte wahrscheinlich hier werden, hier im Flurbereich. Da ist auch eben die Haustür zu sehen. Man kann auch sehen, dass hier die vorbereitenden Maßnahmen, nämlich die Putzprofile, die sind soweit schon angebracht. Auch das ist jetzt eben jeweils in einer Linie mit dieser Zarge, die wir hier haben, sodass das eben auch hier dann hoffentlich eine saubere Kante oder eine saubere Leibung bilden wird. Bei den Türen, auch das ist vielleicht nochmal ganz interessant, da setzt man eben solche Bretter ein. Hier an der Stelle sieht man jetzt eben, wie das Ganze montiert aussieht. Also die werden hier hineingehauen in den Mörtel, hier oben nach unten einmal, werden eben fixiert. Die gibt es in verschiedenen Breiten für eben die typischen Tiefen der Steine. Also hier in dem Fall, das ist ja eine Elfer Wand, da gibt es dann eben ein passendes Brett dazu, um eben hier einen Abschluss zu haben, um auch hier dann sauber verputzen zu können. Das selbst wird ja hier innen nicht verputzt, typischerweise, weil hier eben eine Tür hinkommt und die Innentür, die reicht ja dann hier auf dieser Seite wiederum über den Putz, über die Kante hinaus, sodass das eben nicht zu sehen ist und einfach eine saubere Kante bildet. Man kann auch hier die vorbereitenden Maßnahmen im Gäste-WC bei uns sehen. Also da bringt man zum einen eben hier immer mal wieder solche anderen Profile ein, die dann so leicht nach vorne herausstehen. Auch hier ist das und das kann man dann auch wieder eben nutzen, um hier sauber die Wand zu verputzen, weil man eben hier eine Grundlage hat, auf der man dann abziehen kann. Hier beim Fenster, auch hier kann man sehen, wurden wieder diese Profile hineingesetzt. Man kann auch hier diese Plastikprofile sehen, die ich vorhin erwähnt hatte, die eben dazu dienen, eine saubere Fensterleibung zu bilden. Also hier geht wirklich der Putz hinein, hält dann da ordentlich und man kann eben diese Kante hier nutzen, dieses Profils, um das Ganze gerade abzuziehen. Ansonsten gibt es hier eben noch diese Vormauerung. Auch hier wieder so ein Profil. Und all das ist eben hier soweit schon vorbereitet, dass man in einem der nächsten Schritte hier eben sauber durchputzen kann in einem Zug. Ja, und so oder so ähnlich schaut es hier jetzt im gesamten Haus aus. Also die Verputzer haben hier jetzt noch kein Geschoss ganz fertig. Die haben sich hier jetzt einfach die einzelnen Räume vorgenommen in den Geschossen, haben diese abgearbeitet, aber der Flurbereich, man kann es ja hier erahnen, der ist eben noch rot. Aber wenn man dann in die Räume hineinguckt, zum Beispiel jetzt hier in eines der Kinderzimmer, dann kann man eben sehen und auch hören, es hallt hier doch ganz schön, aber man kann vor allem hinter mir sehen, dass hier eben alles verputzt ist, die Wände sind soweit grau, das ist hier soweit eben fertig. Auch hier kann man nochmal diese Holzkonstruktionen in den Türleibungen sehen, die eben genutzt werden.
weil auf dieser Seite zum Beispiel noch nicht verputzt worden ist. Das muss hier jetzt eben noch im Flur und auch im Badezimmer hier im Obergeschoss erledigt werden. Aber zumindest die bewohnten Räume, also die beiden Kinderzimmer. Hier ist das zweite sozusagen, wie auch das Schlafzimmer und die Ankleide. Die sind soweit eben verputzt. Hier steht überall so ein bisschen was herum. Aber insgesamt macht das doch einen ganz anderen Eindruck hier, als es das noch vor einem Monat oder so der Fall war. Denn die Wände sind jetzt grau und man kann das so ein bisschen sich jetzt schon besser vorstellen, wie das später einmal dann hoffentlich mit weißen Wänden wirken wird. Hier jetzt noch so ein kleiner Nachtrag der Ankleide. Die Beleuchtung ist jetzt hier nicht so ganz tolle, aber die Wände selbst sind sauber verputzt. Interessant ist hier vielleicht auch noch der Heizkreisverteiler. Der befindet sich hier hinter dieser Wand. Da wurde eben auch nochmal mit so einer Bauplatte, die befinden sich hier zum Beispiel, wurde der Heizkreisverteiler von hinten nochmal beklebt. Und auf diese Bauplatte wurde dann eben der Putz angebracht. Da hält er eben besonders gut und diese Bauplatte gibt dem Ganzen nochmal Stabilität, damit der Putz dann eben nicht irgendwie das Bröckeln anfängt oder einfach abplatzt. Und genauso haben wir ja auch diesen Schacht hier, das habe ich in Eigenleistung gemacht, verschlossen. Und dieser Schacht hier, ja, der dient eben der Verteilung, der Elektroverteilung. Und man kann es ja sehen, oder man kann hier eben nicht sehen, das sieht hier soweit eben genauso aus, wie das auch direkt daneben so ist, aber man kann hier doch einen deutlichen Unterschied hören. Das hier ist eben eine massive Wand und hier, da ist eben dieser Schacht für die Elektro, für die Verteilung der Kabel und so weiter. Und man sieht ja auch oben, was da an Kabeln herauskommt, die dann einfach im Geschoss in die einzelnen Zimmer führen. Man kann ja sehen, was gerade hier in der Decke dann an Leerrohr, an Material quasi verarbeitet worden ist. Und all das wird dann eben durch die abgehängte Decke nachher nicht mehr sichtbar sein, ist aktuell aber dann doch noch ganz spektakulär mit anzuschauen. Der Flur hier im Obergeschoss, der ist ja wie gesagt noch nicht verputzt, aber auch hier ist schon soweit alles vorbereitet. Also dieses Treppenauge hier, diese Absturzsicherung, die Mauer eben, die ist hier mit diesen Putzprofilen eben schon präpariert und auch das hier drüben, das Fenster und so weiter, alles schon eben vorbereitet, abgeklebt. Fensterbank schon eingesetzt und auch hier kann dann in einem der nächsten Züge eben sauber durchgearbeitet werden, auch hier im Bad. Das Bad selbst ist noch nicht verputzt, aber man kann hier eben schon diese vielen Profile sehen. Hier die Wand ist soweit eben schon vorbereitet, mit den Profilen abgeschlossen. Hier an der Wand befinden sich eben diese Profile zum Abstreifen. Und ansonsten ist auch hier dieses Bad eben vollständig soweit schon vorbereitet. Auch hier diese Nische für den späteren Smart Mirror. Auch hier wurden nochmal solche Abschlussprofile angebracht, damit man einfach eine saubere Kante hat. Die war ja soweit schon vorbereitet, aber das war eben ohne dieses Metall. Das war einfach nur, um so überhaupt mal so ein bisschen von dem Ganzen eine Form zu geben. Und jetzt muss das eben nochmal ordentlich und sauber verputzt werden. Sowohl die Nische selbst als auch eben oben die Vermauerung. Und auch hier Richtung Dusche, wenn man geht, ist soweit eben jetzt hier alles verschlossen. Na gut, man sieht das leider nicht so richtig. Aber hier ist jetzt eben alles soweit verschlossen und vorbereitet, sodass hier eben verputzt werden kann. So, ich befinde mich jetzt hier wieder im Treppenhaus. Richtung Keller bin ich diesmal unterwegs. Hier kann man auch nochmal sehen, was mir in den letzten Wochen doch nochmal enorm viel Arbeit abgefordert hat. Und zwar sind ja hier diese Holzbretter eben in das Mauerwerk integriert oder eingearbeitet. Die waren zuvor eben nur auf das Mauerwerk draufgeschraubt. Die Idee ist ja hier, jede Treppenstufe eben, die hier so angedeutet ist, wie sie später verlaufen wird. Hier wird eben eine Treppenstufenbeleuchtung nachher installiert werden. Die sind alle miteinander oder untereinander verbunden und damit will ich eben die Treppen nachher ausleuchten. Das Problem an der Sache war eben, dass diese Bretter, die hatte ich nur auf die Wand geschraubt, in der Hoffnung, dass der Putz hier eben dick genug aufgetragen wird. Das wäre wohl im Prinzip auch kein Problem, aber irgendwie hatten mich die Verputzer gebeten, das Ganze hier nochmal zu ändern, beziehungsweise nicht ganz so dick zu machen. Das war eben 2 cm abgestanden. Der Putz kann wohl gerade so irgendwie auch mal 2 oder 3 cm dick sein, aber das hätte irgendwie den Arbeitsablauf wohl gestört. Also hatten die mich gebeten, eben das Ganze keine so ganz so tiefen Bretter zu verwenden. Das wiederum hat mich zum Problem gebracht, dass das Profil, das ich hier installieren will, eben diese 2,5 cm einfach braucht. Also mit dünneren Brettern wäre mir hier nicht geholfen. Dementsprechend hier überall die Wände aufgehauen, aufgeschlitzt, aufgeflext und so weiter. Diese Bretter hier eingemörtelt. Das war im Großen und Ganzen auch noch halbwegs schnell passiert. Problematisch wurde es dann insbesondere hier, weil Beton.
Und das war dann tatsächlich viele Stunden lang, war man hier beschäftigt, den Beton hier eben entsprechend ja, zu öffnen, damit man da diese Bretter einarbeiten kann. Aber letztendlich hat das auch geklappt und das Ergebnis wird dann hoffentlich, ja, da hat sich dann hoffentlich gelohnt, wenn das Ergebnis irgendwann mal fertig ist. Hier in dieser Außenwand, und das kann man jetzt hier in dem Licht vielleicht nicht ganz so gut sehen, aber auch die wurde schon präpariert und irgendwie angebeizt oder hier wurde irgendwas schon angebracht, dass das so ziemlich rau macht. Denn zuvor war die Wand ja wirklich allglatt quasi, das war ja wirklich der nackte Beton. Also hätte mich auch gewundert, wenn das so ohne Vorbereitung da verputzt werden kann. Denn der Putz muss ja auch irgendwo halten und wenn das einfach glatte Flächen sind, wird es schwierig. Insofern, das hat jetzt hier auch so eine ganz andere Farbe. Deswegen, ich weiß jetzt nicht, was hier chemisch passiert ist, aber das Ganze ist jetzt deutlich rauer und ich denke, der Putz sollte jetzt auch hier eben ordentlich halten. Hier im Keller gibt sich eben ein sehr ähnliches Bild wie auch schon in den anderen Geschossen. Der Flur selbst, der ist eben noch nicht verputzt. Hier ist noch sehr viel Rot zu sehen. Das wird dann sicherlich in einem Zug von oben nach unten durchverputzt. Aber die Innenräume, da ist eben schon ordentlich und fleißig gearbeitet worden. Die Innenwände, man kann das hier sehen, die sind nämlich auch schon grau. Die sind schon tatsächlich verputzt. Was hier im Keller ein bisschen anders ist als in den anderen Geschossen, sind die Außenwände. Die sind ja betoniert. Hier sieht man eben auch noch den Beton. Und die werden tatsächlich nicht verputzt, sondern verspachtelt. Der wesentliche Unterschied ist wohl einfach, dass das dünner aufgetragen wird, wesentlich dünner. Und das ist einfach auch ein anderes Material. Das kommt nicht aus dem Silo, sondern wird dann wahrscheinlich irgendwie im Sack mitgebracht und hier angerührt oder so, keine Ahnung. Aber die werden eben, wie gesagt, verspachtelt. Und meine Hoffnung oder meine Absprache ist einfach gewesen, ja, mein Anspruch hier, dass man das optisch nicht unterscheiden kann, also dass auch diese Verspachtelung dann rein von der Oberflächenstruktur so aussieht wie dieser Rauputz an der Innenwand, damit das hier eben so ein zusammenhängendes Bild ergibt. Und ansonsten, klar, sind betonierte Außenwände, die werden sich ein bisschen anders fühlen und verarbeiten lassen, wenn man da mal was bohren muss oder so. Aber im Wesentlichen ist das eben, geht es mir da jetzt auch rein um die Optik, dass das ein stimmiges Bild in so einem Zimmer abgibt. Was hier aber schon passiert ist, das sind die Fensterleibungen jeweils hier im Kellergeschoss. Die Fensterbänke sind hier schon installiert und eben auch die Leibungen sind schon verputzt. Und ja, da hier war ja eine Besonderheit, dass hier ein LED-Streifen eingearbeitet ist. Den kann man jetzt hier auch nur leicht ahnen, wenn man wirklich weiß, wo er war. Denn das ist ja hier so ein Profil gewesen. Das ist jetzt eben verputzt. Da befindet sich so ein Gummischutzcover drin. Das muss man nachher dann mal ausarbeiten und sicherlich auch noch mal ein bisschen nachbessern, weil vielleicht an der einen oder anderen Stelle zu viel Putz herausbröckeln wird. Und das wiederum wird über ein Leerrohr dann hier angefahren, welches dann hier oben herauskommt. Und ein ähnliches Bild ergibt sich dann auch hier beim zweiten Fenster in dem Raum. Auch hier ist eben so ein Profil eingearbeitet. Auch das kann man jetzt hier nur noch leicht erahnen. Und auch dem muss ich mich später dann eben ja, widmen. Ja, und auch in den anderen Räumen hier im Kellergeschoss sind vor allem eben die Innenwände jeweils schon verputzt. Leider ist das hier gerade nicht so ganz einfach zu filmen, denn ich arbeite hier mit Licht, mit Gegenlicht und so weiter. Ist jetzt nicht so gut zu erfassen, aber die Innenwände jeweils, die sind alle grau. Hier gibt es kein Rot mehr. Die Außenwände, die sind ja hier auch wieder alle die weiße Wanne, die Wände eben, die Betonwände, die müssen eben alle hier noch verspachtelt werden. Das wird sicherlich auch in einem Zug dann passieren. Und auch hier der Technikraum, ähnliches Bild. Innenwände soweit eben verputzt. Auch hier nochmal ganz viele Leerrohre, die irgendwie hier von allen möglichen Richtungen ankommen. Und hier an dieser Wand zum Beispiel, da wird sich die Zähleranlage und die Elektroverteilung befinden, der Zählerschrank, der Verteilerschrank. Das ist auch tatsächlich einer der nächsten Schritte, so Smart Home technisch oder elektrotechnisch hier im Haus. Das heißt, die Schränke habe ich schon hier. Man muss sie halt nochmal weiß streichen und dann kann man das Ganze hier installieren und dann eben damit anfangen, irgendwie so ganz rudimentär Kabel einzuziehen und so weiter. Also da wird es sicherlich in den nächsten Tagen und Wochen weitergehen. Da freue ich mich auch schon tatsächlich richtig drauf, denn irgendwann hat man genug herausgestemmt und will sich dann auch mal so ein bisschen den anderen Tätigkeiten der Elektrotechnik zuwenden. Ja, und die Außenbeleuchtung bzw. halt die Verkabelung nach draußen, das ist auch so eine der Tätigkeiten, die ich hier nebenbei eben, je nach Witterungslage, der ich mich eben annehme aktuell. Diese Fassadenseite, die ist soweit schon abgeschlossen oder größtenteils fertig. Die hinter mir bzw. hier im Eingangsbereich, da fehlt noch ein bisschen was. Im Innenbereich wiederum kann
kann ich jetzt endlich, jetzt wo eben verputzt ist, mich den estrichbündigen Bodenkanälen widmen. Die werden ja hier überall im Erdgeschoss und auch in den anderen Räumen installiert. Gerade hier im Erdgeschoss sollen die ja wirklich einmal rundherum laufen. Und dementsprechend ist hier auch viel noch zu erledigen. Das ist ja wirklich dicke Stahlblech, was man da zusägen muss, auf Länge schneiden muss und so weiter. Auch dazu werde ich sicherlich noch Videos anfertigen und das Ganze dokumentieren. Da freue ich mich selbst schon drauf und das ist auch tatsächlich vom Ablauf her jetzt einer der nächsten Schritte, damit man eben, sobald man hier die Verputzarbeiten abgeschlossen sind, mit dem Bodenaufbau weitermachen kann. Also der wird ja auch nochmal gedämmt mit irgendwie XPS oder Styropor oder irgend sowas. Da kommt dann eben die Fußbodenheizung kommt oben drauf, dann kommt da der Estrich. Und davor aber muss ich eben mich mit den estrichbündigen Bodenkanälen herumschlagen und die eben installieren. Und daneben wiederum will ich auch endlich mit den lustigen, mit den spannenden, mit den interessanten Themen der Elektroinstallation beginnen, nämlich mit dem Zählerschrank, mit dem Verteiler. Das wird sich ja im Keller abspielen. Da müssen dann hier auch noch die vielen Kabel eben eingezogen werden. Ich habe ja tatsächlich im Wesentlichen hier noch kein einziges Kabel durchgezogen. Also ich habe hier viele Kilometer, ich glaube mittlerweile 5 oder 6 Kilometer Leere im Haus verbuddelt irgendwie unter Putz und im Beton, aber eben noch keine Kabel eingezogen. Und auch das ist dann einer der nächsten Schritte dann. Und so langsam kommen diese vielen kleinen Puzzlestücke zusammen. Ist schon noch eine Menge zu tun und gefühlt wird das so immer mehr anstatt weniger. Aber das ist eben so, eine Zeit lang wird das so eben noch bleiben, bevor man hier dann eben auch irgendwann mal das Licht am Ende des Tunnels sieht. Macht aber insgesamt trotzdem alles sehr viel Spaß. Jetzt kommt aber eben langsam eine Abwechslung hinein. Jetzt habe ich irgendwie nach über 1000 Dosen dann doch mal die Schnauze voll, wie gesagt, von diesen Rohinstallationsarbeiten. Und ich freue mich jetzt eben auch auf andere Tätigkeiten. Dabei nehme ich euch sicherlich auch wieder mit. Wir sehen uns dementsprechend in den folgenden Videos und ich freue mich schon, euch wieder berichten zu können. Bis demnächst, bis bald. Tschüss.